Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von The Elder Scrolls Online. Ich bin Zaphirus. Ja, dann schauen wir mal, was sich hier so ergibt. Oh je, was habe ich für Dinge an? Stylisch. Ich hoffe mal, diesmal ist der Ton besser. Ich glaube, bei meinem ersten Video war es etwas leiser. Tut mir leid. Wie gesagt, ich bin noch nicht so erfahren in dem Let's Plays und im Aufnehmen. Oh, hallo. Na, die Grafik ist schon mal sehr cool, finde ich. Ich heiße Lyris. Ah, hier, der hat nichts gegessen. Was geht ab, Kollege? Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Finde deinen Weg, um aus Kalthafen zu entkommen. Erbeute deine Waffe von den Tremora. Drückt E, um einzusammeln. Also ich habe damals Morrowind gespielt. Also so vom Style her und alles. Ähnelt sich sonst. Also ich kann jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe auch schon viel drüber gelesen, dass sich viele beschweren, dass es halt nicht so ist. Ein Schädel genommen. Was willst du mit dem Schädel? Aber ich finde es doch recht cool gemacht. Ich zock nämlich normal Final Fantasy 14 schon seit 1.0. Also es ist zurzeit nicht so mein Fall, weil es einfach nicht. Man muss halt warten bis zur nächsten Erweiterung, die im Juni kommt. Dann denke ich, werde ich auch wieder mit einsteigen. Aber zurzeit habe ich einfach nicht so die Motivation und suche eher was Neues. Da kam mit Elder Scrolls recht gelegen. Ja, das nehmen wir mal mit. Dann zeige ich mal. Yeah. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Ja, zeig mal die Überraschung. Überraschungseier. Bam, bam. Hält nichts aus, der Kollege. Es sind noch mehr Daedra auf dem Weg hierher. Sprit. Bleiben wir in Bewegung. Nee. Ah, okay. Ja, der sieht nicht gut aus. Ja, was ist los, Kollege? Soll ich erlösen? So, folgen wir mal der Tante. Ah ja, zu meinen Let's Plays. Ich werde immer so 5 bis 10 Minuten machen. Vielleicht auch etwas länger. Aber ich denke mal meistens so in dem Dreh rum. Da ist doch recht viel Speicherkapazität frisst, ne, so ein Video. Und ich habe nicht so die riesen Festplatten, also eine 500 GB und 120 GB SSD. Klatsch, klatsch. Komm, hau weg. Ah, okay. Ah. So kombomäßig blocken plus Powerangriff. Verschwinden wir von hier. Ja, noch so ein Ausgehungerter. Das war wahrscheinlich eine Stripperin von denen hier. Was gibt's hier? Das war ja damals hier. Morrowind, konnte echt allen Scheiß aufheben. Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Ja, ja, ich komm gleich. Können gleich reden, mein Schatz. Na, was willst du dann? Der Prophet. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Echt? Wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann die Hilfe okay. Brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Machen wir schon. Magische Mach dir keinen Kopf. Die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Okay. Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das habe ich übrigens auch gelesen. Das echt. Ich bezweifle, dass alle Quests die Wächter unbewacht gelassen hat. Mit Sprachaufnahme sein sollen. Das finde ich auch recht cool.
und auch richtig gut sein soll. Das merkt man jetzt schon bei der Tante. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran ja, warum willst du ihn dann retten, wenn er seltsam ist? Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Ja, wer weiß, was der sich eingepfiffen hat. Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies. Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Okay. Ich selbst verstehe davon nichts. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult. Manny Marco. Eine Art Ritual durch. Camporno. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Okay, also ich habe keine Seele mehr, oder was? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet. Kannst du knicken? Um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht. Wie können wir den Propheten retten? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch... Okay, mein Fräulein. Wir sollten weitergehen. So, irgendwas wollte ich gerade sagen, aber die Tante hier hat mich aus dem Konzept gebracht. Machen wir mal das Loch auf hier. So, ey, was machst du da? Lass den mal los. Komm her. Bam, bam. Powerschlag hier. Und noch ein. Da habt ihr richtig reingehauen, oder? Gut gemacht, mein Freund. Bei Arkas Bart. Attribute verteilen. Cool. Das ist magisch. Was machen wir dann? Ausdauer. Die Höhe des Schaden, den ihr im Kampf erleiden könnt. Euer Leben regeneriert sich langsam und kann im Kampf durch eine Heilfehl oder die Höhe des Schadens, den ihr im Kampf erleiden könnt. Bestimmt euer Waffenschaden und den Schaden von Waffenfehl, Sprinten, Hiebe und Schleichen verbrauchen ebenfalls Ausdauer. Bestimmt, wie viel Zauber ihr wirken könnt. Ich würde mal schwer behaupten. Ich mache auf Ausdauer, weil ich so eine richtige Damage-Sau bin. Mit Leben kann ich nicht viel anfangen. Schau lieber ordentlich auf die Mütze. Was haben wir hier noch? Ach ja, ich hatte ja im ersten Let's Play gesagt, dass das mein allererstes Mal der Elder Scrolls ist. Das war natürlich Quatsch. Ich habe an der Beta teilgenommen damals. Aber naja, ich habe mit Final Fantasy 14 weitergemacht. Aber mittlerweile juckt es mich doch in den Fingern, das mal hier ordentlich ranzunehmen, das Game. Was haben wir hier? Fertigkeiten. Ja, well, yo. Zwei Hände. Trennen. Okay. Was gibt's hier alles? Das sieht man auch, glaube ich, jetzt hier. Warte mal. Sammlungen. Begleiter, genau hier. Erhalten für die Teilnahme an der Beta von The Elder Scrolls. Daran sieht man das. Nicht, dass ihr denkt, ja, der hier will uns verarschen, sagt der erste Mal The Elder Scrolls und hat an der Beta teilgenommen. Nee, nee, das hab ich vergessen. Durchsuchen, Knochen, Würmer, Lecke. Alles nehmen. Schönes Lagerfeuer. Ich denke mal, mein Let's Play wird doch etwas länger, weil ich will jetzt hier nicht einfach abbrechen. Nehmen wir mal die Schädel auch noch mit. Ich nehme alles mit, was hier zu finden gibt. Ne, den kann man nicht mehr kloppen. Auch durchsuchen. Und noch mehr Würmer. Werde ich bestimmt für irgendwas gebrauchen. Ich weiß ja nicht, was hier alles gibt. Welche Berufe und... Jo, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Das ist eigentlich immer wieder so das Geilste an einem MMO, wenn man das neu anfängt, alles zu erkunden und zu... um rauszufinden, was es alles gibt. Der wehklagende Kerker. Ist das der Prophet da, oder was? Der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. So, so. Die Wächter sind untereinander verbunden. Okay, wer bist du? Das ist wahrscheinlich ein Spieler hier, ja? Schauen wir mal.
M. Da sind wir. Vernichtet Kalthafenwächter. Vernichtet Kalthafenwächter. Okay. Mach nicht alleine. Ich helfe dir doch. Kein Thema. Dann klatschen wir jetzt in den Rücken. Komm, mach. Und jetzt gibt's einen dicken Hieb. Wie war noch gleich euer Name? Titanenkind. Die Wächter sind untereinander verbunden. Nicht du. Schön mit der Tante hier reden. Die Wächter sind untereinander. Ach, das bist du. Du bist das Titanenkind. Ja, mit dir will ich dann gar nicht. Wie sie Monster klatschen, ja? Bam, bam. Ja, aue. Rang 2, Rang 3. Eieiei. Ich hab noch das Zählen verlernt. Alles nehmen. Gucken, was es hier gibt. Das finde ich am geilsten eigentlich. So, das alles. Das heißt am geilsten, aber. Dieses. Erkunden. Fang schon bei Morrowind. Schon richtig cool. Dietrich. Diese versteckten Schätze finden oder was weiß ich, ja. Urne. Dietrich ist schon mal immer gut. Danke, danke, danke. Gehen wir weiter. So. Ja, ich würde ja heute am liebsten den ganzen Tag zocken, aber ich muss ja leider später wieder in die Nachtschicht. Ah, das macht nichts. Morgen werde ich wahrscheinlich auch nicht viel Zeit haben. Wahrscheinlich das ganze Wochenende nicht viel Zeit. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinbekomme. Ah, sieht schlecht aus. Bam, bam. Komm mal her hier. Walking Dead, oder was? Gleich kommt Rick um die Ecke und knallt da rein. Komm, wir sind im Schwertkitzel. Die Wächter sind untereinander. Will nicht mit dir reden. Noch ein bisschen hier erkunden. Gras zum Rauchen, cool. Wasser ist auch gut. Denke ich mal, wird später Alchemist oder sowas sein. Greift an. Bam. Aue. Ah, okay. Rollen kann er auch. Sehr geil. Kann, denke ich mal, später coole Taktiken entwickeln gegen Gegner oder im PvP. Dank dir, mein Lieber. Der ist schon tot. Brauchst nichts mehr. Interagieren gedrückt halt. Ah, es fließt. Ah, okay. Freund. Gruppe abbrechen. Zum Handel. Spieler melden. Nee, nee, ich will den nicht melden. Sorry. Ich bin doch voll der Noob noch hier im Spiel. Eisenstreitaxt. Geil. Sehen wir gleich mal an. Urne. Und wieder Wasser. Ich muss mal gucken, bei Morrowind glaube ich war es so, dass es eine bestimmte Kapazität gab. Also du musstest in der Stärke oder wo was weiß ich im Attribut hochsteigen, damit du mehr schleppen kannst. Muss mal gucken, wie das hier ist. I-Inventar, Eisenstreit-Axt, nimm mal. Zieh mal ab. Ausrüsten. Verzaubern gibt's auch. Nice. Dicke Streitaxt jetzt hier. Was haben wir jetzt am Waffen aus? Mal schön übersichtlich gemacht, ist schon mal cool. Ich weiß, ich benutze oft das schon mal cool, das Wort. So, nochmal weiter. Ich hoffe, meine Festplatte hält es aus. So, was gibt's denn hier? Ist süß. Was macht er da drin? Hänschen klein, ging allein, haut dir die Axt herein. Bam. Ja, zack, zack. Ich will nicht mit dir reden, ich will, was der da hat. Hat er nix? Anscheinend nicht.
armer Zombie war das. Was hat der da auf dem Rücken? Hier, Kollege, was hast du auf dem Rücken? Ah, eben ist weg. Einen Augenblick. Gleich geht's weiter. So. Sorry, das war mein Stuhl. So, weiter geht's. So, was haben wir hier? Ach, so ein Stäbchen, das brauchen wir nicht. Das ist ja kein Zauberer. Oh, Handschuhe, cool. Wasser. Nochmal Wasser. So, haben wir Handschuhe bekommen. Rüstung. Ziehen wir gleich mal an. Yeah. Stylisch, Mann. Ich hoffe, ich babbel nicht zu viel. Also babbel heißt, ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Aber ich denke mal, wenn ich die ganze Zeit nichts sagen würde, wäre es auch langweilig. Ne? Lass doch mal was übrig von dem. Haut er den da alleine weg. Ich muss mal gucken, wo muss ich denn hin jetzt? Ich muss erstmal den da klatschen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich laufe hier blind umher. Ey, Frosch, das sieht gefährlich aus. In den Rhein. Eben, wo ich gerade weg war, ja, wo ihr nichts gehört habt von mir, hatte ich so einen miesen Krampf im Bein. Ich muss mich gerade mal strecken. Ich sitze immer noch gerade wie so ein. Wie sonst was. So, wo muss ich denn hin? Aber mal, jo. Was, ha? Und bam, was ein Schlag. Das hätte ein fairer Kampf werden können, wenn es drei von euch gewesen wären. Ja. Disst uns hier selber, die Alte. Alles nehmen. Alles Drachenblut. Truhe ist schon leer. War schon hier. Das. Ah, lecker. Kotzt er uns voll ins Gesicht hier. Die Alte geht mir auf den Sack mit dem Reden. E drücken, reden. Ich will nicht reden. Bam. So. Ach, laufen wir mal hier hoch. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Ja. Wir sind schon längst aufgefallen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Drücke Strange, um zu streichen. Das ist der da unten. Drück der, okay. Bam! Ah, okay. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Ja, zeig mal. Sonst laufe ich hier wieder stundenlang rum hier. Komm. Zeig mal, wo es ist. Na, mein Lieber. Schon mal eine Axt im Rücken gehabt. Alter, was ein Schlag. Das so. Ist der Teil, in dem ihr einfach verblutet. Jo. Einfach so. Stufenaufstieg. Jawoll. Ich denke mal C, Attributspunkte 2. Wieder auf die Ausdauer. Zack.
Dankeschön. Ich hoffe mal, dass man die später irgendwie wieder zurücksetzen kann, falls ich irgendwie falsch geskillt habe, mit den Attributen zu punkten. Aber das werde ich dann erfahren. Warte, ich lasse jetzt mal in Ruhe. Wo muss ich denn hin jetzt? Ah, okay, hier dran. Entschuldigung. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Ja, ja, finden schon. Ach so, ich muss mit der wieder reden. Warte mal, steht wieder eine Urne. Die ist leer, die ist voll. Verziert. Dieser Gegenstand erzielt beim Händler einen um 285% höheren Verkaufspreis. Was hat denn das? Geht ab. Ey, Schnecke. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Cadwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Cadwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Wie soll er uns ein Verrückter... Ach, können wir lesen, kann ich auch nicht. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Cadwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Ah. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Das ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Wohl. Bleib mal hier stehen jetzt. Ich hab keinen Bock auf dich, ganz ehrlich. Ja, zeig mal, wo den gibt. Cadwell, wo ist der crazy Motherfucker? Schönen Tages, mitten in der Nacht. Hallo, ach du Scheiße. Habt ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderschöner crazy Ficker hier. Ja, wir suchen in der Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist zerschlossen. Oh je. Das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar... Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte... Danke, mein Lieber. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Erzähl mal was von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist Schnickschnack, edle Ritter, epische Unterfangen, gerettete Meiden. Epische Unterfangen, gerettete Meiden. Epische Held schlechthin. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gewese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das... Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Das ist echt gut vertont, muss ich sagen. Mensch, bei manchen Spielen die Vertonung, ja, das hätten sie auch weglassen können. So unmotiviert und lustlos, wie die manchmal sprechen, aber sie ist echt cool gemacht. Ein kaiserlicher Edelmann. Ich hoffe mal, das bleibt so. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jara haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde darüber... Leb wohl, mein Lieber. So, meine Lieben, ich mach erstmal hier Schluss, ich mach einen Cut, ich muss gucken wegen meiner Festplatte nicht, dass sie voll läuft. Und wie gesagt, liked oder disliked, gibt mir Kritik oder was weiß ich, macht irgendwas, ja. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich, ja, weil mir macht das Laune. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, euer Zephyrus.